Die Hypo Oberösterreich auf der Linzer Landstraße. Seit dieser Woche hat der LASK hier einen eigenen Corner. Ja, für uns natürlich eine riesengroße Chance und danke an den Hausherrn, an die Hypo Oberösterreich, dass wir hier Rennen sein können. Und ich glaube, hier können wir für das neue Stadion zusätzlich noch Fans und Besucher aktivieren. Und das ist für uns einfach eine großartige Chance. Und darum noch einmal Dank an unseren Hausherrn, an die Hypo Oberösterreich. Während sich die Fans in puncto Stadion noch ein knappes Jahr gedulden müssen, bis der LASK aus Pasching nach Linz zurückkehrt, hat die Hypo schon mal eine Anlaufstelle für Tickets, Infos und Merchandising-Artikel ermöglicht. Genau, wir haben den LASK jetzt schon nach Linz zurückgeholt und eigentlich auf die beste Lage in Linz. Hier auf der Mozartkreuzung 70.000 Passanten pro Tag im Durchschnitt gehen da vorbei. Und wir hoffen, dass in der nächsten Zeit mehr Personen auch hereinkommen wegen des LASK-Shops. Das ist eine Synergie, die wir als Partner des LASK, als Hypo Oberösterreich, nutzen wollen. Unter den Eröffnungsgästen Spieler und Spielerinnen des LASK, die sich bei den Fanartikeln gleich mal umschauen. Ja, jetzt da hinten habe ich gerade gesehen, die Babyschuhe. Die warten für meinen Buben was. Also ich glaube, es darf bald anfangen zu umgehen und das darf halt schon hinhauen. Ja. Also mir hat der Pulli da hinten schon ziemlich gut gefallen. Habe auch schon mit meinen zwei Spielerinnen drüber geredet. Gibt sicher einige sehr, sehr coole Dinge hier drin. Ja, zwei, drei hätte ich mal schon gesehen, aber wir haben es eh bei uns in Pasching auch zuhauf. Aber nein, ich finde es eine coole Sache, so ein Fanshop mitten in der Stadt. Ja, ich glaube, es ist für die Fans oder für die LASK-Begeisterten einfach super, dass man das direkt in der Stadt hat. Im kleinen, feinen Rahmen mit ausgewählten Sponsoren und Medienvertretern wurde der LASK Hypo Corner sozusagen eingeweiht. Neben Fingerfood und Drinks lief auch der Schmäh, nur beim Präsidenten wollte nicht so recht Freude darüber aufkommen, dass man im unteren Playoff bis zu 3 Derbys mit der SV Ried haben könnte. Ja, das ist mir Derby hin oder her, das ist mir relativ egal. Ich möchte von Spiel zu Spiel, dass wir die Spiele auch, sage ich, Leistung auf den Boden bringen und auch die Spiele für uns entscheiden. Leider ist das obere Playoff nicht geworden, aber sei es drum, das ist uns jetzt einmal jetzt mit passiert und natürlich war unsere Zielsetzung oberes Playoff, aber noch einmal, wer uns kennt, weiß, dass wir uns damit nicht zufrieden geben und wir werden natürlich alles versuchen, um doch noch vielleicht den einen oder anderen Platz gut zu machen. Ja, leider unteres Playoff, aber ja, es hilft nicht, es ist, wie es ist. Wir haben es selber vergeigt, sag ich mal, über 22 Spiele haben wir Zeit gehabt, aber ja, es ist so, wie es ist. Wir wissen, woran es gelegen hat und ja, jetzt haben wir nur 10 Spiele Zeit, glaube ich, dass wir da das Beste draus holen aus der Situation, wo wir drin sind und ja, wir haben es in eigener Hand. Wir können trotzdem noch zum Glück nächstes Jahr international spielen, aber ja, wir werden natürlich wie immer alles geben und am Ende werden wir sehen, was rauskommt. Ganz andere Ziele hat das LASK-Frauenteam. In die zweite Bundesliga möchte man. Doch ein Meistertitel ist dafür nur die halbe Miete. Genau, also wenn wir Meister werden in der LT1 Oberösterreich-Liga, dann spielen wir Relegation gegen den Meister aus Kärnten und gegen den Meister aus der Steiermark. Also im Falle, dass beide Meister dieser Bundesliga aufsteigen wollen, gibt es dann so eine Dreierrelegation in Form eines Miniturniers und der Sieger aus diesem Miniturnier steigt dann auf. Ganz schön kompliziert und dazu würde man gerne den oberösterreichischen Ladies Cup gewinnen. Und weil nicht nur Fußballtrainer gerne tief stapeln, zurück zur Bankenpartnerschaft des LASK. Auf der Google entsteht die Raiffeisen Arena, auf der Landstraße heißt der Hausherr Hypo. Wir ergänzen uns ganz gut und wir sind froh, dass wir nicht der Namenssponsor des Stadions sind, weil das wäre wahrscheinlich für uns als kleine Regionalbank nicht leistbar. Es gibt auch bei den Banken eben nicht nur schwarz oder weiß, dafür aber gleich zweimal schwarz-weiß.